Der Markt auf Abwägen, so könnte man meinen. Das ist der DAX hier, also DE30 für den einen oder anderen, der auf dem CFD-Markt unterwegs ist. Ähnlich sieht das Bild am amerikanischen Markt aus, sowohl der Dow als auch der S&P, naja, wie soll es auch anders sein, zeigen in eine ähnliche Richtung und zeigen dabei eine ähnliche Dynamik nach unten. Also, überhaupt nichts Positives zu berichten. Naja, so schlimm muss es nicht sein. Für uns als Trader sowieso nicht, denn wir können ja schönerweise in beide Richtungen unterwegs sein. Gibt es überhaupt gar keinen Grund zu maulen. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich in die Hände spucken und sagen, wie geil ist das denn? Da kann man doch was draus machen. Wir im Trade des Tages beobachten natürlich auch sowas und würden Ihnen das natürlich jederzeit gerne präsentieren. Wichtig ist dabei aber, dass wir die richtige Einstiegsbedingungen auch haben. Und für uns im Moment war das noch nicht der Fall. Deshalb wollen wir uns mal anschauen, auf was Sie, das ist dann Ihre Hausaufgabe, vielleicht da nochmal achten können, um hier vielleicht idealerweise in den Markt reinzukommen. Und das nicht nur mit einem Gong, sondern sogar mit einem Paukenschlag. Also, was gucken wir uns an? Scharfe Bewegung nach unten. Das, was wir hier unten haben, gucken Sie sich das Ding an, das gucken wir uns unter der Lupe an. Das ist hier so der 4-Stunden-Chart. Wenn wir das uns hier drüben mal angucken, das ist das Gleiche, aber auf 15-Minuten-Basis. Dann sehen wir schon, dass der Kurs hier, naja, so langsam aber sicher erstmal ein Päuschen macht, nicht weiter sich nach unten entwickelt. Und jetzt ist es spannend, kriegen wir hier eine Pause, eine Erholung, eine kleine Korrektur, sowas wie eine Bärenfahne, also sprich so ein bisschen im Trendkanal hier nach oben, dann wäre das ein perfektes Zeichen dafür, dass die Bullen noch da sind, aber eben schwach. Und das mag ich gerne. Ich will immer erkennen können, welche Seite ist die starke und welche ist die schwache. Naja, welche hier die starke ist, das erkennen wir schon, aber ich möchte jetzt wissen, dass die Gegenseite wirklich aufgegeben hat. Im Moment deutet es sich an, dass es leicht nach oben geht, aber eben auch schwach. Das würde uns die nächste Chance geben, da nochmal auf der Short-Seite mitzuspielen. Wir hätten da noch eine ganze Menge Platz, die wir da noch nutzen können. Nicht irritieren lassen, dass der Chart ja schon optisch ganz unten angekommen ist. Wenn wir uns das Ganze mal übergeordnet angucken, das ist hier das langfristige Bild. Hier viele Jahre zurück, hier ist 2008. Dann sehen wir, dass das, was hier unten so kindererschreckungsmäßig aussieht, in Wirklichkeit noch kaum zu erkennen ist. Also wir hätten eine ganze Menge Platz. Typische Ziele wären ungefähr hier, da sind wir schon unter der 12.000er Marke oder sogar irgendwo im Bereich dieses letzten Rücksetzers. Und dann sind wir schon unter der 9. Also keine Panik, hoffentlich nichts, was uns heute Nachmittag noch blüht. Aber eine Situation, mit der wir uns zumindest mal gedanklich anfreunden sollten. Und das, was wir bisher hatten, ist noch alles Kinderparty, also noch nicht wirklich was ganz Schlimmes. So, für uns also jetzt spannend, kommt jetzt hier eine steile Aufwärtsbewegung, also etwas, was ähnliche Dynamik hat wie diese Abwärtsbewegung, dann suchen wir nach der Long-Seite, sobald es mal wackelig nach unten geht. Im Moment ist noch steil nach unten und eher wackelig nach oben. Gucken Sie mal, legen Sie hier mal Trendkanal. Ich kriege es jetzt hier mit meinen Fingern nicht hin, aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Also hier typisch wackelige Bewegung. Schub nach unten, wackelig hoch, gibt eine Fortsetzung nach unten. Wenn wir Ähnliches hier bekommen, darf ruhig eine Nummer größer sein. Muss nicht exakt die gleiche Format, das gleiche Format, die gleiche Größenordnung haben. Böte uns ein perfektes Setup, um auf der Short-Seite reinzugehen. Wie? Das kennen Sie sicherlich vom Trade des Tages. Da haben wir Ihnen das ja oft schon gezeigt, wie wir uns reintriggern lassen in den Markt und wie wir mit den Stops da an der Stelle umgehen. Fängt der Markt jetzt auf einmal an, hier Flügel zu kriegen und senkrecht nach oben zu schießen, dann wäre das eigentlich das perfekte Szenario, um dann nach Longs Ausschau zu halten. Dann allerdings wieder umgekehrt brauchen wir hängende Korrekturen nach unten. Aber das Prinzip haben Sie wahrscheinlich schon verstanden. So, wann passiert das Ganze? Ich weiß es natürlich auch nicht. Typisch wäre natürlich die Eröffnung der Börse. Da haben wir noch ein paar Minuten hin, aber auch 15:45 Uhr. Da gibt es Einkaufsmanager-Index oder Indizes, die da veröffentlicht werden in Amerika. 16 Uhr ebenfalls nochmal ISM-Daten. Die können durchaus dafür sorgen, dass der Markt nochmal ein bisschen einen Schub bekommt. Und ich habe in Erinnerung, so gegen 17 Uhr spricht Draghi nochmal. Auch das hat durchaus Chancen, den Markt da nochmal den ein oder anderen Pusher zu geben. Wir werden sehen, ob nach oben oder nach unten, aber welche Kriterien wir für einen Trade brauchen, da habe ich Ihnen hoffentlich jetzt eine kleine Anregung dafür geboten. So, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie heute auf der richtigen Seite sind. Wünsche Ihnen für heute alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.